Mein Sohn. Mama, Papa. Mo. Ich bin so froh, dass ihr wieder wach seid. Das sind wir auch. Erzähle uns, Sohn, was ist passiert? Naja, sagen wir einfach, es ist alles gut ausgegangen. Ich habe euch gesagt, niemand darf über diese Linie. Und doch habt ihr sie vorbeigelassen. So, ihr seid nicht mehr meine getreuen Brüder. Wartet, ich meinte, natürlich seid ihr meine getreuen Brüder. Wartet, bis zum bitteren Ende. Schon wieder gestrandet. Werde ich jemals diese verfluchte Insel verlassen können? Aufdringliche Elfen. Tschüss. Ich kann fliegen! Ich bin geflogen. Habt ihr es gesehen? Ganz genau wie ein Elf. Nochmal! Ich wünschte, wir könnten, Fadlo. Es tut uns leid, aber genau jetzt müssen wir woanders hin. Du hast recht. Du kommst doch wieder, oder? Das hoffe ich. Und du auch, Mia. Und zwar bald. Das werde ich. Versprochen. Wow. Wir haben es geschafft. Oh ja. Centopia ist gerettet. Bereit für das nächste Abenteuer? Na komm. Na los. Ich komme mit dir. Nein. Ich kann das. Und zwar allein. Aber versprich mir, dass du wiederkommst. Aber natürlich. Prüfen Sie. Und mir. Danke dir. Ich danke dir, Sarah. Eine ferne Welt, doch sie scheint so nah. Und jetzt fliege ich durch den Wind von Centopia. So schön wie ein Bild, das kein Mensch versteht. Wie ein Wunsch, der in Erfüllung geht. Ist dies nur ein Traum, eine Fantasie? Doch ich fühle...